aber ich finde es einen sehr coolen Bereich. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, dass man hier jetzt mit einem Knopfdruck Wurzeln wachsen lassen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht. Aber ich finde es cool. Mir gefällt das. Und jetzt können wir endlich hier nach links durch. Oh, guckt mal, was da ist. Na, da ist eine kleine Truhe. Seht ihr die? Unter dem zweiten Paar Wurzel. Ah, da müssten wir aber alles nochmal machen. Es sollte nie ein 100% Playthrough sein. Da ist eine Truhe. Wenn ihr meint, ihr seid zu schlecht in dem Spiel und müsst diese Truhe holen, ansonsten kommt ihr im Spiel nicht weiter. Da ist sie. Ich habe es euch gezeigt. Aber da habe ich jetzt irgendwie nicht den Nerv für. Tut mir leid, wenn ihr solchen Inhalt erwartet, aber das gibt's bei mir nicht. Nein! Diese Tür war der einzige Ausweg. Jede Prüfung habe ich bestanden auf der Suche nach den Mäuren. Und nun machst du alles zunichte. Du wirst deinem Ruf einfach nicht gerecht, Geist Spartas. Doch, vielleicht ist dies eine Prüfung. Beobachtet ihr mich, Mäuren? Gebt mir ein Zeichen! Soll ich, der große Perseus, diesen gefallenen Gott töten, damit ihr mich empfangt? Kann ich damit meine Liebste aus den Fängen des Hades zurückholen? Wenn nicht, so wird mir zumindest der Ruhm zuteil, den mächtigen Kratos getötet zu haben. Den Göttermörder. Obwohl ich glaube, dass ein Narr wie du kaum solch einen Titel verdient. Perseus also. Der kann sich unsichtbar machen, aber er läuft hier durch knietiefes Wasser. Von daher sehe ich, wo er ist. Und wir haben wieder diese obergeile Kampfmusik. Übrigens, von wegen, das ist der einzige Ausgang. Bist du so breit, dass du nicht zwischen den Säulen da durchlaufen kannst, ist doch Blödsinn. Ich meine, dass ich das nicht kann wegen Spiellimitierung, kann ich verstehen. Aber du, das ist doch albern. Das so darzustellen ist doof. Also man hört ihn und man sieht natürlich auch seine Fußspuren. Ich meine, habt ihr mal versucht, in knietiefem Wasser zu laufen? Das ist echt anstrengend. Also man hat einigermaßen eine Chance. Man kann sogar seine Projektile zurückschleudern, wie man eben gesehen hat. Und da kommt er an. Es ist ein ziemlich cooler Kampf, das gefällt mir gut. Wir haben seine Maske zerstört. Sehr schön. Schön die Maske von seinem Schädel gerupft. Und dann war gut. Jetzt fragt sich natürlich wieder, wer ist Perseus? Wenn ihr nicht zu sehr genervt von mir seid und mir gerne die griechische Mythologie erklärt, ich bin ganz Ohr, denn nach der Aufnahme werde ich vergessen haben nachzugucken, wer Perseus ist. Aber das bedeutet nicht, dass es mich nicht interessiert. Wenn ihr also einen Kommentar hier unten lassen wollt, wo ihr mir kurz erklärt, wer Perseus ist, lese ich auf jeden Fall, interessiert mich. Selbst wenn ich es vergesse, interessiert es mich. Mann, du gehst mir ganz schön auf den Nerv. Ist es bewusst? Oh. Verdammt, ich zerstört seine ganze Ausrüstung. Es hat er nicht mal mehr ein Schwert. Es hat er hier nur noch ein Schild. Wie soll denn ein Sterblicher... Ich meine, ist Perseus sterblich? Was weiß ich schon. Oh, was ist das denn jetzt? Er hat mich geblendet. Saubere Sache, Perseus. Jetzt hat er nur noch sein Schild. Er hatte drei Ausrüstungsgegenstände und das Einzige, was ich ihm gelassen habe, war sein Schild. Naja gut, und seine blöde Steinschleuder. Dann hat er vier Ausrüstungsgegenstände gehabt. Wie wär's, wenn ich dir das auch noch kaputt mache? Komm gefälligst her, du feige Sau. Wie kann man nur so feige sein? Komm her, ich mach dich fertig. Yeah, Perseus. Sie haben den Perseus-Schild erhalten. Was macht denn der? Okay, es ist kein Ausrüstungsgegenstand, sondern scheinbar nur ein sammelbarer.
Gegenstand. Na, guck mal, die Wand hier ist irgendwie 2 Meter dick. Guck mal, da hätte ich doch drüber springen können. Einfach zwischen den Säulen durch. Von wegen ist der einzige Ausgang. Finde ich ein bisschen albern, diese Erklärung. Ich meine, ich verstehe, dass die hier diesen Ort so designt haben, aber dann hätten sie es eigentlich eine richtige Wand machen müssen mit irgendwelchen massiven Glas oder sowas. So, das ist natürlich schön, dass der hier an dem Haken hier hängen geblieben ist. Ganz großartig. Und dass es glücklicherweise auch irgendein Wagenmechanismus war, also eine Waage, durch das irgendetwas passiert ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was hier gerade passiert. Wir brauchen hier definitiv noch irgendeine Statue mit einem Schild. Ach nee, das war anders, ne? Ja, genau. Wunderbar. Da wir den Perseus-Schild haben, können wir das jetzt selber abblocken. Problem ist aber immer noch, wir brauchen 2 solche Dinger. So. Wir brauchen hier immer noch eine Statue, die wir irgendwie herunterschieben können. Oder die wir halt irgendwie auf dieses hochfahrbare Element draufschieben können, hier. Damit wir das hochkurbeln. Also uns fehlt noch irgendetwas. Wie seltsam. Ich glaube fast nicht, dass ich schnell genug bin, selbst auf die hochkurbelbare Plattform. Ah, da! Sehr gut. Also ich bin nicht schnell genug, um selber auf die hochkurbelbare Plattform zu klettern. Und von daher... Moment, waren wir vielleicht alleine wegen dem goldenen Vlies dazu fähig, das abzublocken und nicht wegen dem Perseus-Schild? Ja, genau. Zack. Okay, also wir haben den Perseus-Schild auf die Statue draufgesetzt und sind wegen dem goldenen Vlies dazu fähig, diesen Strahl abzublocken, nicht wegen Perseus-Schild. Okay, falsch eingeschätzt, aber macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist relativ egal. Wir haben Perseus-Schild. Wahrscheinlich dieser Überblendeffekt, dieser Strahleffekt, wo er uns geblendet hat, wahrscheinlich hat er das mit dem Schild zu tun, weil das so sehr stark reflektiert. So, das machen wir uns jetzt zunutze, indem wir das hier hochkurbeln. Und mal schön die Strahlen reflektieren und dann so schnell wie möglich hier hochklettern und das gleiche mit dem goldenen Vlies machen. Wunderbar. Ich glaube, die Mäuren müssen sich langsam ein neues Sicherheitssystem ausdenken, denn das habe ich jetzt einfach mal geknackt. Ich bin jetzt einfach mal Meister im Knacken von Mäuren-Sicherheitssystemen und ihr braucht definitiv eine überarbeitete Version 2.0. Irgendetwas, was vielleicht nicht so sehr anfällig gegen seine eigene Energie ist. Ansonsten muss ich ja nur die Polarität umdrehen und schon machst du dich selber kaputt. Kleiner Sicherheitsfehler. Das wirkt dich schon wieder wie ein Sumpf irgendwie. Okay, hier kommen wir nicht drauf. Gut, das geht ja erst wieder hoch, wenn ich hier drüben bin. Gut, also da kommen wir nicht rein. Wir müssen hier scheinbar wieder die Zeit anhalten. Ansonsten kommen wir da nicht rein. Es ist aber ein optionaler Bonusraum. Das heißt, wir werden das zwangsläufig vergessen. Oder ich werde es zwangsläufig vergessen. Weil es was Optionales ist und wir da nicht unbedingt dran denken können werden. So, da kommen wir nicht durch. Gehen wir mal einfach hier rein. Hier sehen wir jetzt den Raum von der Seite. Da sind 3 Truhen, die alle keine Farbe haben. Also alle irgendwie was Besonderes. So, was ist denn hier? Hier ist eine wunderbare Wippe. Okay. Über die wir auch nicht rüberkommen. Und wir können auch die Zeit gerade nicht anhalten, weil die Statue von uns weggedreht ist. Okay, also müssen wir wohl erst einmal da hoch und irgendwie die Statue drehen, damit sie zu uns gewandt ist. Okay, ich erinnere mich, das ist ein relativ kleiner Bereich. Das bedeutet, wir werden das mit dem Bonusraum da eben nicht vergessen, sondern ich werde das schön in Erinnerung behalten. So, und guck mal, da ist der Greif, den wir in der Luft getötet haben, vor ewigen Zeiten, als wir hierher geflogen sind. Und die Waffe steckt immer noch in ihm drin.
Sie haben den Schicksalsspeer erhalten. Was den zu einem Schicksalsspeer macht, abgesehen von einem normalen Speer, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine neue Waffe, genauso wie der Hammer. Und den kann man halt benutzen, wenn man will. Und scheinbar gibt es mit dem Magie zurück, wenn man ihn benutzt. Aber ich finde ihn sehr ungelenk zu benutzen. Wenn ich einen anderen benutze, dann viel lieber den Hammer. Mit dem Ding haut man viel zu oft daneben. Also der macht mir leider keine Freude. Den nehme ich lieber meine normalen Waffen. Der Schicksalsspeer ist ziemlich hakelig zu bedienen. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch kein Talent dafür, aber ich komme nicht sonderlich gut mit dem Ding klar. Bin ich noch nie. So, weg mit dir. Okay, ach, da ist noch einer. Wollen wir den zerreißen? Komm, den zerreißen wir. Oh, ich kann nicht mal zerreißen. Irgendwie ist die Zerreißanimation rar geworden im zweiten Teil. Ich weiß auch nicht, warum. So, hier haben wir jetzt jedenfalls... Drücken Sie die Starttaste und wechseln Sie mit Kreis die gewählte Zweitwaffe. Sie können immer nur eine Zweitwaffe ausrüsten. Okay, Start. Waffe ändern. Ah, guck mal, rechts unten. Es gibt wohl noch eine Zweitwaffe. Weiß ich jetzt nicht, welche. Aber gut, ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. So, wir können das Ding hier nehmen. Und wir können es drehen in 90 Grad Schritten. Hier ist so ein Drehtisch. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir das drehen müssen, um hier den besonderen Bereich zu schaffen. So, 90 Grad links rum. 90 Grad nach links müssen wir den drehen, um in den Bonusraum reinzukommen. Das ist hier nur eine Art Fleißaufgabe als alles andere, denn es ist nicht sonderlich schwer. Das ist aber nach rechts. Oh weh. Wenn ich jetzt rechts und links miteinander verdrehe, dann ist echt vorbei. Jetzt gucken wir mal, ob das die richtige Richtung ist. Nein, tatsächlich nicht. Es ist... Hä? Wir müssen doch nochmal drehen. Nochmal um 90 Grad. Nochmal weiter. Der muss nochmal weiter gucken. Und zwar... Meine Güte. Und zwar muss der dahin gucken. So, bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher drüber. So, dann können wir den nämlich praktisch durch die Tür, also durch die verzierte Wand sehen und ihn dann von ein paar Räumen weiter aus aktivieren. Und wenn man versucht, den hier von der anderen Seite aus zu aktivieren, also ganz nach... Moment, was denn jetzt? Oh nein! Scheiße, das geht auch nicht. Okay, dann muss ich ihn tatsächlich hier hinstellen, rüberspringen und... Ach du meine Güte, das reicht doch gar nicht von der Zeit, oder? Na schön, dann müssen wir den doch noch weiter drehen. Nochmal nach links. Nochmal links rum. Okay, ich wollte den jetzt eigentlich... Hier ist scheinbar eine kleine Kante. Ich wollte den hier hinstellen. Aber das scheint nicht zu gehen. Okay. Ich war eigentlich der Meinung, dass es genau nur hier geht und eben auf der anderen Seite nicht. Dass es viel zu lange dauert, wenn wir den jetzt da hinstellen würden und sagen, okay, wir laufen jetzt den Weg zurück, nachdem wir es aktiviert haben. Ich dachte, dafür reicht die Zeit nicht aus. Aber scheinbar reicht sie dafür aus. Also ich weiß ja auch nicht. So, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass er von uns wegguckt. Genau. Also mit uns meinte ich die Kamera. Gut. Wir kriegen das hin. Das ist jetzt tatsächlich so eine kleine Fleiß- und Ehrgeizaufgabe. Das würde ich doch ganz gerne gebacken kriegen. Kriegen wir hin. Also, wir schieben das hier hin. Und jetzt macht nämlich auch der Eingang vom Anfang ein bisschen mehr Sinn, wo wir hier über das Wasser drüber springen mussten. Weil da können wir jetzt die Statue natürlich nicht mitnehmen. Okay. Wir können aber auch von hier aus die Zeit anhalten. Und dann müssen wir da rüber springen. Und meine Güte, das ist ein langer Weg. Okay, machen wir mal. Man sieht sie zwar nicht, aber sie ist in Kratos Reichweite. Und das ist das Einzige, was zählt. Okay, das war tatsächlich nicht sonderlich weit. Ich hätte jetzt gedacht, das ist sehr viel knapper. Aber gut. Wunderbar, das hat beim ersten Mal funktioniert. Da haben wir eine Phönixfeder. Hier haben wir bestimmt Erfahrung. Oh nein, Urne des Olymps. Während des Bonusspiels aktivieren, um eine Spezialfähigkeit zu erlangen. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Weil für diese Art von Belohnung ist die Kiste relativ einfach zu bekommen, finde ich. Da fand ich die Kiste viel schwerer, wo man
wo man einfach nur dran denken musste, nach der Zwischensequenz, die irgendwie anderthalb Stunden oder zwei in der Vergangenheit liegt, einfach nochmal den Weg lang zu laufen. Das fand ich in dem Zusammenhang viel schwerer, weil da habe ich viel länger nicht dran gedacht und ich musste tatsächlich googeln, wie kommt man denn dahin? Naja, und dann stand das Spiel doch einfach weiter, bis du nochmal zu dem Ort kommst und dann kannst du dahin laufen. Da habe ich nicht dran gedacht, aber das hier habe ich alleine geschafft. Übrigens, hat die Dame da einen Apfel auf dem Dekolleté liegen oder sehe ich das falsch? Sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Finde ich. So, jetzt gucken wir mal, wo die hinzeigen muss. Die muss 90 Grad nach rechts. Okay. Ich finde das schon mal schön, dass der Drehtisch hier sich in die gleiche Richtung dreht, in die sich Kratos dreht. Das ist tatsächlich relativ oft nicht so und macht übersetzungstechnisch wahrscheinlich auch mehr Sinn. Ansonsten braucht man ein Zahnrad mehr. Aber ich finde es ganz angenehm, dass sie es hier nicht gemacht haben. So viel Realismus muss dann doch nicht sein. Also, dann wollen wir doch hier mal uns hier hinstellen und dann halten wir einfach mal flugs die Zeit an. So, wunderbar, und dann kann man hier wunderbar rüberlaufen, denn Kratos wiegt nichts. Durchquerung der Ebene. Oh, das ist cool. Durchquerung der Ebene ist richtig cool. Ich glaube, hierfür halte ich einfach mal die Klappe. Das spricht für sich selbst. Na toll. Aber da haben wir gleich zu Beginn wieder gesehen, warum ich euer Lieblings-YouTuber bin. Und der beste Gamer. Verdammt, dieser Gamer-Skill. Damit muss man auch geboren werden, das kann man nicht lernen. Sirenen! Tja, hallo! Euch habe ich ja vermisst, denn die finde ich cool. Ja, es mag auch Gegner geben, die ich cool finde. Ich hasse nicht alle Gegner. Ah ja, Frisbee-Boden, wunderbar. Ich hasse nicht alle Gegner, es wird... Das seht ihr vielleicht relativ oft, dass ich sage, oh, der Gegner ist... Oh. Okay, das war auch nett. Sehr gut. Okay, jetzt ist er nicht mehr dabei, sie in zwei zu brechen, damit sie schreien, sondern exekutiert sie einfach auf eine andere Art und Weise. Ich meine, auch nett. Warum nicht? Und ich verfehle hier die ganze Zeit diesen blöden Block, weil ich zu früh bin. Ich denke mal, die machen ein bisschen wenig Bewegung. Ich bin nicht geduldig genug. Wenn ihr mir schon eine Weile zuguckt, dann werdet ihr dieses Problem von mir schon öfter gesehen haben. Ich bin ganz oft nicht geduldig genug, was Spiele angeht. Ich kann einfach nicht abwarten, bis irgendjemand anfängt, seinen Angriff durchzuführen. Das ist auch das Hauptproblem, warum ich in Sekiro so sehr versage, weil ich einfach nicht geduldig genug bin. Der Gegner greift an. Und ich denke, okay, er greift sofort an und ich muss schnell blocken. Dabei ist er viel langsamer, als ich dachte. Es ist ganz seltsam. Also ich bin schlecht in solchen Spielen, weil ich viel zu schnell denke. Ich habe viel zu gute Reflexe. Das ist auch wieder eine wunderbare Sache. Da kann man sich wieder selber loben, obwohl man schlecht in einem Spiel ist, indem man sich einfach selber sagt, ja, mein Skill ist einfach zu gut für das Spiel. Hier werden Dinge verlangt, die ich nicht erfüllen kann, weil ich einfach viel zu gut bin. Wenn das Spiel denken würde, dass ich besser bin, dann wäre ich besser im Spiel. Das Spiel ist nicht für Leute meine Skillsets gebaut. So kann man das zusammenfassen. Sehr schön. Okay. Wo sind wir denn hier? Brauchen wir irgendwas? Verdammt nochmal, ihr lasst mich nicht mal eine Truhe öffnen. Was soll das? Oh, gegen die werde ich... Ja, nein, jetzt sofort. Jetzt sofort. Gegen die werde ich auf den Zorn der Titanen einsetzen, wollte ich sagen. Aber ich werde ihn einsetzen, weil sie mich unglaublich nerven. Meine Fresse, ey. Ich hasse diese Viecher. Es gibt keine Entschuldigung auf der Welt,
warum diese Gegner existieren. Wirklich nicht. So. Vieles macht in diesem Spiel Spaß. Vieles machen sie in diesem Spiel echt richtig. Aber manche Gegner, ey. Verdammt. Und ich frage mich echt, warum. Guck mal, der hier. Ich meine, der ist halt null anspruchsvoll. Aber das ist so befriedigend, den zu besiegen. Das macht einfach Spaß. Großartig. Großartig. So, und jetzt lass mich in Ruhe meine Gesundheit nehmen. Und lass mich nicht wieder von irgendjemandem angegriffen werden. Ich muss jetzt erstmal wieder... Ach, Zorn der Titanen sieht gut aus. Ich wollte sagen, ich muss jetzt erstmal wieder Zorn der Titanen aufbauen, bevor ich wieder irgendeinem Gegner begegne, den ich nicht so besiegen möchte. Die große Kluft. Okay, die große Kluft ist ein bisschen zu groß. Das ist nicht wie Durchquerung der Ebene, was wir eben hatten. Sondern das hier ist ein etwas größerer Bereich. Zurück! Zurück, Krieger! Hier gibt es kein Durchkommen! Niemals schaffst du es hinüber! Du glaubst, du könntest, doch du irrst! Hörst du mich? Nur meine Flügel schaffen es hinüber! Es ist mein Test! Weißt du denn nicht, wer ich bin? Kennst du denn nicht Ikarus? Es ist mir bestimmt, hinüberzukommen! Sonst keinem! Das ist mein Test! Die Mäuren werden mich empfangen, nicht dich! Du wirst sterben, weißer Krieger! Du wirst sterben! Ich werde die Mäuren aufsuchen. Und deine Flügel werden mir dabei helfen. Die Mäuren werden dich, einen gefallenen Gott, niemals zu sich lassen! Alle wollen zu den Mäuren, die sind alle völlig verrückt. Ah, weh, Kratos, lass mich jetzt nicht im Stich. Verdammt, Ikarus, du hast doch Flügel, warum fliegst du nicht, du Vollidiot? Müssen wir jetzt wirklich gegen Ikarus im Flug kämpfen, ja? Okay, bam, 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 aufs Maul. Ah, okay, Moment, erstmal umdrehen. Und aufs Maul. Und nochmal umdrehen, verdammt nochmal, der ist aber auch hartnäckig, was? Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Verdammt. Lass mich dir aufs Maul geben, was soll das? Sauber umgedreht, wenn es drauf ankommt. So, und aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Und nochmal greifen und aufs Maul geben. Jawohl, richtig schön dein Fressbrett breitschlagen. Verdammt doch mal, ich hab's doch geschafft. Ja, blöd. Okay, hat jetzt nicht geklappt. Wir werden ihn ein paar Mal durch die Steine durchschmeißen müssen. Das ist so dämlich. Wir werden ein paar Mal sein Quicktime-Event schaffen müssen, damit wir ihn durch die Steine schmeißen und er mehr Energie verliert. Dadurch wird er praktisch besiegt. Oh ja, komm! Mann, wie eiskalt. Er reißt dem Cerberus seine Köpfe ab und Ikarus reißt er die Flügel ab. Und jetzt stehen wir gerade auf dem Gesicht von Atlas. Sie haben die Ikarus-Flügel erhalten. Der Tempel der Göttinnen ist weit über uns, Kratos. Du musst zurück an die Oberfläche.